Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Snapshot-Video von mir, dem Hawk. Dieses Mal möchte ich euch den Snapshot 12W34B vorstellen. Es hat einen folgenden Grund, dass wir den A-Snapshot ausgelassen haben, weil wir den A-Snapshot erst dann entdeckt haben, als der B-Snapshot schon veröffentlicht war. Es tut uns sehr leid. Deswegen machen wir das Ganze jetzt hier auch in einem kompakten Video. Okay, nicht lange rumlabern, sondern direkt anfangen. Dann fangen wir auch direkt mit dem ersten Punkt an. Das wäre ein Holzbutton, der wurde jetzt hinzugefügt. Der hat die gleichen Eigenschaften wie eine Druckplatte, also Holzdruckplatte. Kann mit Pfeilen aktiviert werden und wird genauso gecraftet wie ein Steinbutton, nur halt mit Holzblöcken. Als nächste Neuerung haben wir Blumentöpfe. Die Blumentöpfe craftet mal wie zu sehen oben rechts und kann man bestücken mit einem Pilz, einer Blume und einem Kaktus. Was das Unlogische ist am Kaktus ist, dass in dem Blumentopf drinne Erde ist, aber ein Kaktus drauf platziert ist. Dabei kann man Kakteen nur auf Sand platzieren. Das war's zu diesem Punkt. Der nächste Punkt wäre Bilderrahmen. Die Bilderrahmen kann man wie folgt, wie zu sehen, oben rechts craften und kann man dann einfach gegen an die Wand klatschen und mit Items bzw. Blöcken füllen, indem man einfach mit dem Block auf den Bilderrahmen zielt und dann Rechtsklick drückt und dann auch noch den Block selber oder das Item selber in den Bilderrahmen drehen, auch mit Rechtsklick. Aber man muss beachten, mit einer leeren Hand, das ist wichtig. Sonst wird das Item, was in dem Bilderrahmen drin ist, ersetzt. Und ich glaube sogar, dass dann das Item, was vorher drin war, nicht gedroppt wird. Also lieber nicht machen. Das war's zu dem Punkt und wir kommen zum nächsten Punkt. Das wären Trapdoors. Die Trapdoors kann man jetzt an einem Block oberhalb platzieren und an einem Block unterhalb platzieren. Wenn man einfach wenn man sich den Block zweiteilt, oberhalb klickt, dann wird der Block an dem, wird die Trapdoor an dem Block oben dran platziert. Und wenn man unterhalb klickt, wird die Trapdoor an dem Block unterhalb platziert. Der nächste Punkt wäre, es gibt jetzt neue Buttons im Optionenmenü. Einmal den Fullscreen Button. Das ist natürlich eindeutig, also ob man Fullscreen haben möchte oder nicht. Oder den Use V-Sync Button, da kann ich nicht viel zu sagen, außer dass es was mit der Grafikkarte zu tun hat und zum Aufbauen des Bildschirms. Mehr kann ich dazu nicht sagen, will ich auch nicht sagen, falls ich was Falsches sage. Wir haben jetzt eine neue Art von Essen, und zwar sind das Karotten. Die Karotten kann man genauso wie Weizen anbauen. Und wenn man sie abbaut, dann droppen daraus Karotten und aus den Karotten kann man entweder normal essen oder kann man eine goldene Karotte craften. Diese goldene Karotte hat mehr Heilungskraft und wird wie ein Goldapfel gecraftet, nur dass man halt in der Mitte anstatt dem Apfel die Karotte nimmt. Wir haben noch eine neue Art von Essen und zwar die Kartoffeln. Die Kartoffeln kann man genauso anbauen wie die Karotten und den Weizen. Und aus den Kartoffeln kann man normale gebratene Kartoffeln machen, indem man sie einfach in den Ofen tut, wie gerade zu sehen. Und dann kommt dann halt die gebackene Kartoffel rein. Man kann die Kartoffel entweder vergiften oder sie ist zufälligerweise vergiftet. Das weiß ich nicht genau. Und man hat halt die normale Kartoffel. Der nächste Punkt wäre, dass man Kühe bzw. generell Mobs in den Nether teleportieren kann, indem man sie einfach in ein Nether-Portal reinschiebt und dann werden die automatisch teleportiert und kommen dann halt im Nether wieder raus. Eigentlich eine ganz coole Neuerung, ob man sie jetzt braucht, weiß ich nicht. Als nächste Neuerung hätten wir nun, dass wir Treppen zu einer Sitzecke zusammenfügen können. Ich habe das hier Beispiel mal gemacht mit Steintreppen. Man macht wieder ein Eck und anstatt in die hinterste Ecke einen Block zu setzen, kann man nun da auch eine Treppe setzen und das fügt sich zusammen. Ist eine ganz coole Neuerung. Dann hätten wir noch, dass wir nun
Rüstung färben können im Crafting Table. Das macht man einfach, indem man an eine beliebige Stelle eine Rüstung tut und an eine beliebige Stelle dann halt die Farbe tut. Man kann Farben auch kombinieren und man bekommt dann halt die kombinierte Farbe. Das klappt allerdings nur mit Lederrüstung. Das klappt nicht mit Eisenrüstung. Das habe ich hier auch nochmal in dem Bild bewiesen. Als nächste Neuerung hätten wir nun, dass wir die Hundi-Halsbänder färben können, indem wir auch einfach mit einer Farbe auf ein Hundi rechtsklick machen und dann ändert sich das Hundi-Halsband, wie in diesem Fall hier, hellblau. Auch eine ganz coole Neuerung. Es wurde jetzt nun auch ein Unsichtbarkeitstrank hinzugefügt, sowie ein Nachtsichtbarkeitstrank. Der Unsichtbarkeitstrank sorgt dafür, dass allein der Skin beziehungsweise die Figur selber nicht zu sehen ist, aber dann leider halt die Rüstung oder das Item, was er in der Hand hat. Ist eine sehr, sehr, sehr coole Neuerung, vor allen Dingen für irgendwie Battles oder wenn man einen geheimlich verfolgen möchte. Wir haben noch einen neuen Potion, und zwar ist das der Nachtsichtbarkeitspotion. Der sorgt dafür, dass wir nachts alles so sehen, wie wir es tags sehen, und somit können wir nachts dann auch besser die Monster erkennen. Wir haben hier noch ein, zwei coole Bilder dazu, damit ihr auch mal seht, wie das so nachts aussehen wird. Das war's soweit auch von dem Snapshot. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da oder auch nicht. Kommentiert es, gebt uns Kritik, damit wir gucken können, was wir verbessern können. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao.